Hi Freunde, mein Name ist Ali G und was ich heute im Camp mache, seht ihr in dem Video. Also dranbleiben. So Freunde, es ist soweit. Wir haben das zweite Seitenteil auch vorbereitet. Ich habe in der Zwischenzeit noch Besuch gekriegt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Regen raus und stellen mal die neue Feuerholzlagerstelle auf. Ich würde sagen, dafür gibt es einen Zeitraffer. Bis gleich. Was sagt ihr zu dem fetten Teil? Ja. Das ist doch nice geworden. Jetzt haben wir hier schön ordentlich Feuerholzlager. Das zweite Teil war schnell aufgebaut. Steht zwar ein bisschen schräg und alles, aber ja, das muss so. Das gehört sich. So, die Plane, die wird dann noch von außen abgedeckt. Da will ich noch Geäst draufpacken. Hier oben habe ich das Ganze mit dem Stock auf Spannung gebracht, so, wo ich immer schön richten kann. Und hier drüben haben wir es angebunden. Genau, dann kann ich es auch nochmal aufspannen. Dann müsste es nur abklemmen, genau. Heute soll ja nur ein Tagesausflug sein. Ich habe auch keinen Schlafsack oder die Decke oder so mit bei, nur Zeug zum Hinsetzen. Und ich will aber noch mit dem Kumpel zusammen ein bisschen Feuerholz machen. Wir genießen ein bisschen das wunderschöne Wetter. Es ist ein bisschen weiß ist, aber naja, kommen auch wieder schöne Tage. Flüssiger Sonnenschein, sagen wir nur, flüssiger Sonnenschein. Gut, dann würde ich sagen, seht ihr gleich noch eine Zeitraffer vom Feuerholzsägen. Und dann mal sehen, was sich noch ergibt. Oder vom Essen. Wir könnten gleich noch essen. Ich habe Rösti mit bei. Da braten wir uns zwei schöne Pfannen draus. Mit Käse. Ganz viel Käse. Gut, bis gleich. So, Freunde. Ich würde sagen, es gibt Happa Happa. Essen ist fertig. Guckt euch das mal an. Wie geil. Oh, ich freue mich drauf. So, ich würde sagen, ich esse das in Ruhe auf. Ein Stück sägen wir noch. Also wird noch halbiert und dann haben wir das Feuerholzlager ziemlich aufgefüllt. Das neben dem Feuer ist jetzt mittlerweile wieder leer. Aber das kommt dann auch noch. Und dann sind wir ausgerüstet, würde ich sagen. Beim Feuerholzlager wird hinten noch verkleidet dann mit Holzstämmen. Aber das, wenn es dann ein bisschen schöner ist oder trockener oder wenn die Motivation dazu da ist. Vorläufig sieht man jetzt halt die Plane. Aber dafür ist es trocken. So, ich würde sagen, ich esse jetzt und man hört sich später. Bis gleich. So, Freunde, es hört nicht auf zu regnen. Naja, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Das Ganze sieht mittlerweile wie folgt aus.
Streuholzlager. Das wird eben noch, wie schon erwähnt, verkleidet von außen. Hier die Plane runtergezogen, dass kein Schnee auf die Bank fällt. Das Feuer ist noch ein bisschen am Qualmen vom Wasser, vom Löschen. Genau. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr begleitet mich auch auf meinem nächsten Abenteuer. Vergesst nicht zu abonnieren, den Daumen rauf zu lassen. Ich würde mich darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, tschö mit Ö.